Hey, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Aeroshiva und das ist der Yandere-Simulator. Und ich habe mir gedacht, heute könnten wir... Ich habe ein bisschen noch gespielt. Oh, ich muss die Waffe einstecken. Und zwar habe ich mir überlegt, vielleicht könnten wir ja mal Kokonas Essen, was sie immer mittags in der Pause isst, vergiften. Wir haben doch da so ein bisschen rumgetan das letzte Mal. Ich muss nur gerade überlegen, wo eigentlich... Die Clubs waren oben, oder? Jetzt geht das wieder los, dass ich mich erstmal verlaufe. Ja, das ist echt jedes Mal. Ja, okay. Musik, Kunst, was? Nee. Ich muss in den Kochclub auf jeden Fall erstmal. Da sind die Klassenzimmer. Warte mal, war das ganz oben? Nee, Englisch. Oh je, das fängt ja gut an. Direkt mal verlaufen. Fotografie. Audio, Video. Computer. Da würde ich ja auch gerne rein, aber man kann ja leider nur in einem Club immer sein. Und die Klassenzimmer, ne? Ah, war das vielleicht doch im Erdgeschoss und ich bin gerade einfach total... Dummerweise total falsch gelaufen und total vorbeigelaufen. Moment. Klassenzimmer. Hier ist, glaube ich, unser Klassenzimmer, oder? Ja. Haha, das weiß ich inzwischen. Immerhin etwas. Also, warte mal, war ich hier schon? Nee, hier bin ich, glaube ich, auch noch nicht lang gelaufen. Aber es war auch falsch. Genau, weil sie stellt doch das Essen dann immer kurz ab und, hallo, hallo, guten Morgen. Und da könnte man das doch eigentlich mal ganz kurz vergiften, habe ich mir gedacht. Und ich möchte wissen, was dann passiert. Meeting, Okkult, Drama, Cooking. Mann, das allerletzte, was ich gefunden habe. Das war ja so klar. Greetings. Okay. Join club. Yep. You have joined the club. Juhu. Okay. Essen machen? Mit diesen Mini-Minis. Ich finde das so geil. Und das ist so hübsch. Und jedes Mal muss ich wieder daran denken, dass ich finde, dass bei den Sims das Essen, das Zubereiten vom Essen mittlerweile nicht mehr so hübsch aussieht. Ich finde, das ist da mit viel mehr Liebe gemacht. Ja, die hauen ja nur noch irgendwie rum und dann hat man halt irgendwas. Das war bei den alten Sims-Teilen viel schöner. Aber egal, wir spielen ja gerade gar nicht Sims, wir spielen gerade Yandere-Simulator und hier ist ein Toaster. Das ist ja niedlich. Okay, jetzt müssen wir zur Nurse. Was ist denn die Nurse? Toll. Hätte ich mal aufgepasst, wo das jetzt ist. Ich bin nämlich vorhin dran vorbeigerannt. Ich weiß es ganz genau, weil ich das Schild gelesen habe. Aber ich weiß nicht mehr, wo es war. Scheiße. Okay. Hier? War das hier? Nein. Dass da eh so eine Giftspritze eigentlich rumliegt, ist auch geil, ne? Nee, auch nicht. Aber eigentlich ist es doch... War ich hier schon? Eigentlich ist das ja Quatsch. Das kann ja gar nicht ganz oben sein, oder? Das Krankenzimmer. Ich meine, wenn einem total schlecht ist und man voll krank ist und so, dann ist man doch... Dann ist es doch sinnvoller, so ein Zimmer ins Erdgeschoss eigentlich zu machen. Sage ich jetzt einfach.
völlig egal eigentlich. Nee. Oh mein Gott. Ich weiß, ihr werdet gerade alle fluchen und mir zum Bildschirm rufen, wo ich hin muss. Weil ihr alle bestimmt viel besser aufgepasst habt als ich. Ich habe nur gerade total vergessen, dass ich ja dann da noch hin muss. Jetzt renne ich hier mit dem Essen rum. Oh Mann. Wieso habe ich die Dinger hier eigentlich jetzt überhaupt gemacht? Die Kokona hat doch ein eigenes Essen dabei. Oh, ich bin so doof. Ich wollte ja eigentlich nur die Spritze holen und diese Spritze in ihr Essen reinspritzen. Oh Gott, wo ist denn mein Kopf heute? Ja, scheißegal, dann versuchen wir es einfach mit dem Essen und gucken, was passiert, wenn ich das jetzt vergifte. Voraussetzung ist nur, dass ich diese Spritze finde. Hä? Da war ich definitiv schon, vielleicht doch unten? Bestimmt habe ich wieder einen Gang übersehen, oh Gott. Da. Ist doch unten, wie ich gemeint habe. Was logisch wäre. Okay. Habe ich es jetzt vergiftet? Ich habe keine Ahnung. Ich biete das jetzt auf jeden Fall mal an. Die sollten ja jetzt noch im Pausenhof sein. So, den habe ich jetzt auch gefunden. So, hey, wollt ihr was zu essen? Ich habe hier ganz leckere Sachen gemacht. Guck mal. Sehr gerne. Extra für dich. Willst du auch? Und du? Hier, guck mal. Mit ganz viel Liebe gemacht. Oh. Schau nicht so traurig. Hier sind Oktopus-Dingens. Guck. Ja, gerne. Wenn ich dich schon später nicht vergiften kann, möchtest du jetzt eins? Ach, du hast ja schon eins gegessen, gell? Ja, wir wollen ja hier nicht, dass du fett wirst. So, ich habe noch was übrig. Senpai, willst du auch eins? Guck mal, Senpai. Lass dir gleich die Platte fallen, blöde Kuh. Okay, dann gebe ich es halt den Jungs hier. Bitteschön. Aber da passiert jetzt nichts, oder? Ich kann die doch nicht alle auf einmal vergiftet haben jetzt. Okay, jetzt ist die Platte leer. Okay. Ich kann irgendwie gar nicht mit denen reden, wenn ich die Platte in der Hand habe. Oh, ist die gescheit drauf? Ich hab was verloren. Wo ist denn meine Platte? Mir ist meine Platte gerade runtergefallen. Wisst ihr, wo meine Platte ist? Ich finde die einfach gerade nicht. Hey, ich mach doch gar nichts. Ich suche nur meine Platte. Die, wo ihr gerade die Oktopusbällchen von gegessen habt, ja? Also regt euch mal nicht so auf. Direkt. Ah, da ist sie ja, da ist sie ja. Das war doch alles, was ich gesucht habe. Und deinen Hintern. Oh, den habe ich schon. Ups. Dann halt den. Hä? Hat sie das nicht erkannt? Aber jetzt. Okay. Ach, echt? So? Oh Mann! Jetzt aber. Ich glaube, ich habe alles, was ich gesucht habe. Ich gehe jetzt. So blöd. Okay, ich glaube, wir sollten in unser Klassenzimmer gehen, oder?
Was ist das? Ach, falsches Klassenzimmer, okay. Wir gehen einfach mal hoch. Ups. Gerade wusste ich doch noch, wo das... Ach ja, im zweiten Stock. Im zweiten Stock. Und zwar irgendwo hier. Jetzt bin ich aber im dritten Stock, sehe ich gerade. Hoppala. Da muss ich hin. Haha, ich hab's gefunden. Okay, wir machen mal Language, weil ich wissen will, ob ich dann... Ah, da steht's ja auch. Fake Love Letters. Ich glaube, dann kann ich das nämlich mit dem Spind mal machen auch. Zusätzlich noch. Jetzt bleib halt mal stehen. Mann. Gleich habe ich dich. Wie ging das denn? Du hast aber eine hübsche Unterhose an. Oh, dich hatte ich schon. Und dich? So. Die war neu. Okay. Das Problem ist, dass das Mittel wahrscheinlich jetzt weg ist, oder? Was gibt's eigentlich hier? Gibt's hier was? Nee, hier gibt's nichts. Okay, ja, vielleicht gehen wir mal runter. Jetzt ist Lunchtime. Meeting Room. Drama. Ist sie schon da? Nee. Okay, dann schaue ich ganz schnell nochmal. Kann man da eigentlich auch... Da kann man auch das Messer nehmen, oder? Nee, kann man gar nicht. Achso. Oh, das wäre so krass, wenn man die Mixer benutzen könnte, um Sachen zu zerhacken. Aber dafür wären die eigentlich ein bisschen zu klein. was ist das? Oh Gott. Okay, falsch. Ist sie inzwischen da? Nee. Dann schauen wir jetzt kurz hier rein. Mist, ist alles weg. Sie hat die Vorräte nicht mehr aufgefrischt. Warum hast du die Vorräte nicht aufgefrischt? Oh, dumme Nurse. Okay. Lunchtime. Kokona, wo bleibst du? Meine Platte liegt ja immer noch da, wie geil. Wo setzt sich denn der Senpai eigentlich immer hin? Irgendwo hier, ne? Dann könnte ich ihm doch die Platte hier so schön hinstellen. Vielleicht freut er sich ja da. Oh. Das geht aber nicht. Ah, ich hab das Zeug genannt. Ja, wo bleiben die denn? Kokona? Kokona, es ist doch Lunchtime. Wo bist du? Oh mein Gott, sind die vielleicht zu verschiedenen Tagen an verschiedenen Stellen? Die winkt da hinten ganz fröhlich. Ach, für alle, die sich wundern, also ich habe jetzt halt eine Folge einfach mal in 16:9 aufgenommen und jetzt habe ich halt wieder in 21:9. Es war halt einfach nur so, auch, dass man halt mal ausprobiert, wie das eigentlich in 16:9 aussieht. Du siehst so hübsch heute aus. Schau mal, wie grimmig der guckt. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo Kokona ist. Ist die da oben? Kokona. So was Dummes. Ich dachte, die ist hier irgendwie schön am Essen. Schauen wir mal kurz hoch. Wo sind denn alle? Hä? Was war das? Wo seid ihr alle? Ah, da sind sie alle. Guck an. Zumindest die hier.
Da hinten. Aber wo Kokona ist? Niemand weiß es. Die hüpft. Jetzt gehen sie wieder alle in ihre Klassenzimmer. Da ist Kokona. Wo warst du denn gerade beim Mittagessen, hm? Du, doofe Kuh. Ich find's cool, dass jetzt so viele Türen offen sind. Und ich hab sie nicht aufgemacht. Dann gehe ich halt auch wieder in die Klasse, sonst krieg ich Ärger. Halt, bin ich im zweiten Stock? Ja. Okay. Dann lernen wir halt nochmal Sprache. So. Jetzt haben wir halt auch schon nach der Schule wieder. Ja, vielleicht essen die wirklich an verschiedenen Tagen bei verschiedenen, an verschiedenen Orten. Das kann schon sein. Ist ja auch interessant. Da muss man richtig beobachten, wann was passiert und sich das eventuell sogar aufschreiben. Kann ich noch welche machen? Nee. Aber ich kann auch wieder austreten, oder? Greetings. Quit Club? Ja. You have left the club. Habe ich auch die blöde Haube nicht mehr auf. Puh. So. Kann ich jetzt noch in den Computerclub gehen und sogar noch skillen? Das wäre natürlich ziemlich cool. Ach so, das ist nur die Tür. Schauen wir mal, ob ich noch so einen Brief schreiben kann oder ob das auch erst später... Ach, das sind eure Köpfe. Oh. Ich kann jetzt auch schon nach Hause gehen, Senpai. Du. Der Computerclub war weiter oben, glaube ich. Das probiere ich jetzt noch ganz schnell. Das wäre nämlich voll gut, wenn es noch gehen würde. Da nicht. Wie viele Clubs es halt einfach gibt, ne? Aber das ist ja wirklich so, dass es so viele Clubs in Japan gibt oder an japanischen Schulen. Halt einfach für jedes Hobby. Ich weiß zwar nicht, ob die auch wirklich alle dann so ein eigenes Zimmer haben, aber dass es halt viele Clubs gibt, das stimmt schon. Nee. Ich bin ja gespannt, was da bei Audio-Video noch kommt. Da kommt man noch nicht rein, gell? Nee. Ui. I know you're there. Run along now. There's nothing for you to see here. Ich beobachte dich, Info-chan. Na gut. Hockt da im Dunkeln, ist auch geil. Science Club? Das ist Dach. Oh Mann, ich finde immer das nicht, was ich gerade brauche. Da bin ich gerade lang gelaufen. Ich sag's ja, Minimap. Englisch. Dann war das doch im zweiten. Nee, im zweiten war das doch. Ich glaube, der war im ersten Stock, der Computerclub. Nurse? Ja, jetzt finde ich natürlich die ganze Zeit den Raum, den ich vorhin ewig gesucht habe. Ist ja klar. Ach, wie süß. Jetzt hocken sie da alle. This is really embarrassing, but, well, I lost my bra somewhere at school. I can't find it anywhere. Don't ask me why my bra is missing. It's a long story, okay? The point is, if you find a bra lying around, it's mine, and I would really appreciate if you'd return it to me. God, this is so embarrassing. Also, es ist ja super peinlich. Aber Saki hat irgendwo ihren BH verloren. You look for it? Thanks. I hope you find it.
Und wir werden jetzt mal schauen, ob wir ihren BH finden. Oh Gott. Da kann man ihr wahrscheinlich sogar wirklich was anhängen auch, wenn man ihr den nicht wiedergibt. Steht da in der Mitte. Auch gruselig. Ich habe da gerade Saving Room gelesen, mich gewundert. Ha. Ist nicht dein Ernst, ne? Ich habe vorhin ewig rumgesucht in der ganzen Schule und gerade festgestellt, dass die beiden Räume, die ich gesucht habe, fast nebeneinander waren. Oh Gott, ist das peinlich. Ich glaube, ich habe den schlechtesten Orientierungssinn, den man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, und jetzt finde ich den Dingsbumsraum nicht. Hier, Gaming Room. Das gibt's doch nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt einfach nach Hause. Ich mag nicht mehr suchen. So singt das. Ach, nix. Hier, Computer. Oh Gott. Okay, jetzt geht's wahrscheinlich nicht mehr. Greetings. Join Club. You have joined the Club. Ah, cool, es geht doch. Also ich kann doch an einem Tag in zwei Clubs. Sowas wie Sprache. Social vielleicht. Machen wir mal Social. Oh. Das Ding am Kopf hier, das da, finde ich viel cooler, ist diese blöde Haube. Ja, die Haube ist auch ganz niedlich, aber das ist schon cooler. So, ich guck mal, ob ich vielleicht jetzt so einen Brief noch schreiben kann und gehe nach Hause. Die mit ihrem BH, das ist so geil. Wieso hat sie ihren BH verloren? Warum? Wie konnte sie ihn hier überhaupt ausziehen und irgendwo... Was liegt da? Ist das hier BH? Nee, ist eine Kassette. Und irgendwo hinwerfen. Oh Mann. Nee. Hier leuchtet nichts auf. Ich guck mal ganz kurz, ob ich den BH noch hier irgendwo finden kann. Vielleicht im Irrgarten. Vielleicht hat sie da mit jemandem rumgemacht. Mit meinem Senpai? Was ist denn da hinten? Da liegt zumindest irgendwas rum. Nee, ist noch eine Kassette. Ich würde jetzt echt gerne den BH finden. Ich will wissen, was man damit machen kann. Wir suchen einen BH. Auch ganz witzig. Was liegt denn hier? Ein Manga. Das ist erst einmal hier so großflächig umrunden. Vielleicht ja in der Dusche? Das wäre zumindest logisch. Da hätte sie ihn vielleicht doch einfach nur... ausgezogen. Da hinten liegt auch irgendwas. Also, hier ist noch ein Manga. Da liegt auch noch was. Ich komme mir gerade vor wie Ostern irgendwie. Wir suchen hier im Garten nicht nach Eiern, sondern nach Ostern. Ja, nach Brass. Okay, da ist auch was. Vielleicht ist das der BH. Irgendwie kann man die Zeit auch schneller laufen lassen. Ich weiß leider noch nicht wie. Was ist denn das? Das ist der BH. Guck mal an, wir haben den BH gefunden. Wo haben wir den denn jetzt? Keine Ahnung, wir bringen ihn ihr jetzt einfach mal, würde ich sagen. Da ist nichts, oder? Na doch, da liegt auch noch mal was, aber keine Ahnung. Okay.
Wir müssen mal ganz kurz lachen. Ich weiß nicht wieso. Okay. Hey, ist recht. Du. Habe ich es jetzt schneller gemacht? Nee. Okay, wir können ja einfach durch die Tür hier reingehen. Kann man eigentlich hier schon beitreten? Das habe ich noch gar nicht versucht seit der neuen. Greetings. Ah. You are already in a club. Ach, cool. Ist man dann schneller, wenn man hier beitritt oder was? Oh, das müssen wir auch noch gucken. Okay. Oh Mann, hoffentlich sind die jetzt noch da. Ich will ihr nämlich jetzt ihren BH noch bringen. Okay, wo hocken sie denn, die Mädels? Da war das, glaube ich. Meeting? Ach, nee, hier. Drama und Cooking. So, meine Süße. Ich habe dein BH. Yes, you found it. Thanks a lot. I owe you one. Okay. Was habe ich jetzt davon? Ah, jetzt kann ich sie um einen Gefallen bitten. Hey. Ask, distract back, go away, follow me. Ah, okay, also ich kann irgendwie... Okay, das müssen wir dann mal einfach mal schauen, mit wem wir das dann machen. Ich weiß noch nicht. Wieso ist euch nicht schlecht? Ich habe euch doch alle vergiftet, oder nicht? Oh Mann. Ach so, mit Senpai kann ich das nicht machen. Okay. Jetzt muss ich schon wieder Fotos machen, weil... weil ich keinen mehr bei mir in den Einträgen drin habe, dummerweise. Oh, jetzt habe ich sie abgespeichert aus Versehen und nicht weggeschickt. Steh mal auf. Hallo. Süß. Okay. Der ganze Kochclub ist hier schön vereint. Und du? Nein, du. Ich weiß gerade gar nicht, wie du heißt. Kuharu, okay. Du bist die... Mei. Okay, alles klar. Ich habe den Kochclub fotografiert und ich würde sagen, wir gehen jetzt mal nach Hause. Oh. Ich frage mich, was man noch mit dem BH machen kann. Also jetzt habe ich ihn ihr halt einfach wiedergegeben, wie eine gute Freundin das halt so macht, ne? Aber da gibt es bestimmt noch mehr, was man da machen kann. Naja, gut, wir gehen jetzt mal nach Hause. Und ich würde sagen, am nächsten Tag. Achso, nur wieder gestalkt, okay. Und am nächsten Tag würde ich vielleicht. Ja, wir können mal gucken, ob wir die Kokona irgendwie doch noch umbringen können. Mit dem Essen halt, ob das wieder da ist. Und wenn nicht, dann. Also es gibt noch so ein paar verschiedene Sachen, die ich gerne ausprobieren würde, wie wir die Kokona umbringen können. Immer die arme Kokona, ne? Ich würde sagen, wir gehen einfach ins Bett, lesen vielleicht noch einen Manga. Der schaut ja witzig aus. Aha, okay. Lesen wir das. Das ist witzig. Hey! Ich kann es nicht lesen. Ach, da brauche ich ein bestimmtes Level für. Oh mein Gott, okay. Ja gut, dann lesen wir keinen Manga. Dann gucken wir nochmal unseren schönen Schrein an. So, und jetzt gehen wir ins Bett. Gute Nacht und bis morgen. Beziehungsweise zum nächsten Mal.